Ja, hallo, ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Vorher ein paar Hinweise und Anmerkungen, nochmal Wiederholung vom letzten Mal zu den Klausurterminen. Am 30. Januar die Probeklausur, am 3. April die Klausur Technische Informatik, also über beide Vorlesungen Digitaltechnik, Entwurfsverfahren und Rechnerorganisation. Und die anschließende Nachklausur, wie gesagt, wird erfahrungsgemäß entweder Ende Juli oder Anfang September 2013 sein. Eine weitere Ankündigung betrifft das Skriptum. Da die restlichen Exemplare, die ich hatte, nicht gereicht haben, damit jeder ein Skript bekommt, haben wir jetzt einen erneuten Druck vom Skript veranlasst. Das Skriptum wird ab Freitag im Skriptenverkauf trotz Inflation und allem zum gleichen Preis verkauft, ja. Das heißt, diejenigen, die hier noch kein Skriptum haben zur Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, können ab Freitag im Skriptenverkauf eine Kopie oder ein Skriptum kaufen. Die dritte Anmerkung betrifft mehr die Robotikseite von mir, also nicht die technische Informatik. Die sind beide natürlich miteinander eng verbunden. Und zwar, es findet im Sommersemester 2013 nochmal das sogenannte TI-Basispraktikum, also Basispraktikum Technische Informatik, und zwar speziell zum Thema mobile Roboter. Und das richtet sich hauptsächlich an Studierende der Informatik, wo wir zeigen oder wo Studenten hier lernen, wie Mechatronik, Methoden der Informatik zusammenspielen, um einen Roboter aufzubauen, tatsächlich aufzubauen. Das heißt, es gibt jede Gruppe bekommt so ein Toolkit mit den Platinen, mit den ECs oder Bausteinen, Räder, Motoren, Mikrocontroller und so. Und die fangen bei Null an, die Platinen zu löten, in Betrieb zu nehmen, zu testen und dann anschließend so einen Roboter zu bauen, wie man hier sieht auf dem Bild. Man lernt dort oder man vertieft dort das Programmieren in C, und zwar das Mikrocontroller-Programmieren in C, wie man Sensordaten ausliest beispielsweise, wie man Kommandos für die einzelnen Aktoren, in dem Fall sind das die zwei Räder hier von diesem Roboter, und am Ende werden ein paar Verhalten bzw. Funktionalitäten implementiert, also dass der Roboter einer Linie folgt bzw. zu einer Lichtquelle sich bewegt oder sich in einem Labyrinth bewegt, Kollisionen erkennt, wo unterschiedliche Aspekte der Robotik dargestellt werden, also zum Beispiel verhaltensbasierte Architekturen. Reflexbasiertes Verhalten, also wenn der Roboter jetzt eine Kollision mit der Umgebung oder im Labyrinth hat, was macht er, damit er rauskommt? Oder wie gesagt, verhaltensbasierte Ansätze, zum Beispiel Subsumption-Netzwerke, was ja in der Robotik von Rodney Brooks von MIT ein kleines Problem, was wir hier haben. Also das Ganze ist 10 Termine, a 3 Stunden. Die Gruppen, die bekommen im Anschluss den Roboter als Geschenk sozusagen mit. Also jede Gruppe darf den Roboter behalten. Ihr müsst euch anmelden, ja, im Studierendenportal unter der Veranstaltungsnummer 24624 oder per E-Mail an Julian Schill, der das Praktikum betreut, weitere Informationen auf der Webseite des Lehrstuhls. Wir versuchen in diesem Semester noch mehr Gruppen aufzunehmen. Bis jetzt waren die Kapazitäten so 18 Teilnehmer, also insgesamt 6 Gruppen. Wir versuchen die Anzahl der Teilnehmer in diesem Semester zu verdoppeln. Deshalb auch die Bitte, die Leute, die Interesse haben, die sollen sich so schnell wie möglich hier anmelden. Gibt es Fragen dazu? So. Das ist nicht der Fall, deshalb machen wir weiter mit dem Stoff. Und zwar, ich habe das letzte Mal anhand von zwei Aufgaben den Entwurf
beziehungsweise die Analyse von synchronen Schaltwerken behandelt und basierend auf zu dem Thema mitgebracht und werde ich mit euch hier ein bisschen vertiefen. Als Zusammenfassung, den Entwurfsprozess kennen wir. Das heißt, wesentlicher Bestandteil ist dort zu bestimmen, welche Zustände das Schaltwerk hat, wie diese Zustände kodiert werden. Das heißt, wie viele Zustandsvariablen notwendig sind, um die Zustände zu kodieren. Das ist gleichbedeutend mit der Anzahl der Zustandsspeicher, die man braucht, um dieses Schaltwerk zu realisieren. Also gleich der Anzahl der Flipflops, die man braucht. Und wir haben hier unsere Flipflops, die vier Typen von Flipflops kennengelernt. Einmal der RS-Flipflop, die Besonderheit, dass die Eingänge R und S nicht gleichzeitig eins sein dürfen. Also zunächst mal hatten wir die asynchrone Variante kennengelernt. Und wir haben gesehen, wenn man beide Eingänge mit einem Taktsignal konjunktiv verknüpft, dass man zu dem sogenannten RS-Latch oder zu dem synchronen Flip-Flop kommt. Dann D-Flip-Flop bzw. D-Latch, der Verbot, also RS, R gleich S gleich 1 Verbot, wird immer beachtet, weil man die Variable D einmal bejaht zum Eingang S und einmal negiert zum Eingang R führt. Damit trifft eigentlich nie oder kommt es nie vor, dass R gleich S gleich 1 ist. JK-Flipflop nutzen wir diese verbotene Kombination der Eingangsvariablen bei dem RS-Flipflop, um eine zusätzliche Funktionalität des Zustandsspeichers zu realisieren, und zwar das Wechseln. Wir hatten ja bei dem RS-Flipflop die drei Funktionalitäten des Setzens, Rücksetzens, Speichern, und bei dem JK-Flipflop hat man bei der vierten Belegung der Eingangsvariablen, also wenn R gleich S gleich 1, haben wir die Funktionalität des Wechseln oder Komplementieren des Ausgangs. Und die letzte Variante ist das D-Flipflop, wenn der Eingang 1 ist, also dieses Flipflop hat nur einen Eingang, wenn der 1 ist, dann wird der Ausgang komplementiert, ansonsten wird der. Und wir haben das letzte Mal gesehen, dass wesentlich ist beim Entwurf, natürlich neben der Erstellung von Automaten, Graph und Zustandsübergänge und so weiter und Zustandskodierung, ist die Beantwortung der Frage, wie muss ich die Flipflops ansteuern, ja, damit es zu den gewünschten Zustandsübergängen laut meines Automatengraphen kommt. Das ist gleichbedeutend mit, wie sehen die Ansteuertabellen der Flipflops aus. Also wie sehen die Ansteuerfunktionen aus? Dazu muss ich diese Ansteuertabellen hier nehmen. Die geben uns immer in Abhängigkeit vom Zustand, Folgezustand an, was man an den Eingängen anlegen muss, damit es zum Beispiel hier bei dem RS-Flipflop, wenn der Zustand 0 ist, Folgezustand 0 sein soll, dann darf S auf gar keinen Fall 1 sein, R kann 0 oder 1 sein. Wenn es wechseln heißt, also von 0 nach 1, dann ist es natürlich S gleich 1 und R gleich 0. Rücksetzen, das heißt vom Zustand 1 in 0, dann bedeutet das R gleich 1 und S gleich 0. Und wenn der Zustand 1 beibehalten werden soll, dann bedeutet das, dass R auf gar keinen Fall 1 sein darf, weil ansonsten wird das Flipflop zurückgesetzt. Und wie wir mehrfach in der Vorlesung hier erklärt haben, diese Ansteuertabellen lassen sich immer herleiten, wenn man daran denkt, dass jedes Flipflop ein Schaltwerk ist mit zwei Zuständen, 0 und 1, und dann überlegt man sich, wann bleibt man im Zustand 0, wann wechselt man von 0 nach 1, wann wechselt man von 1 nach 0 und wann bleibt man im Zustand 1. Da kommt man auf diese Ansteuertabelle. So viel hier zur Wiederholung. Ich will weitermachen mit den Aufgaben. Und zwar das letzte Mal haben wir aufgehört, dass wir ein Schaltwerk analysiert haben und kamen wir zum Ergebnis,
dass das ein Modulo 7 Zähler war, der die Zustände 0 bis 6 annimmt und nach 6 dann wiederum in den Zustand 0 übergeht. Und wo wir gesehen haben, der Zustand 7 bei diesem Modulo 7 Zähler tritt maximal als Anfangszustand auf. Und wenn der auftritt, dann geht sofort in den Zustand 0,0 über. Nun will ich jetzt hier mal eine andere Art von Zählern realisieren. Zähler, wie wir sehen werden noch in der Vorlesung, können sowohl rückwärts als auch vorwärts zählen. Und das ist Gegenstand der Aufgabe 3 hier. Aufgabe 3, weil das ist die Fortsetzung von der letzten Übung, wo wir mit Aufgabe 2 aufgehört haben. Also wir wollen hier einen synchronen Vorwärts-Rückwärtszähler entwerfen, der Modulo 4 zählt. Modulo 4 zählt, das heißt, dieser Zähler hat 4 Zustände, das heißt, er zählt von 0, 1, 2, 3, dann 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Und das sollen wir mit D-Flip-Flops realisieren. Das ist x, und wenn x gleich 0 ist, dann soll der Zähler vorwärts zählen, also 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Wenn x gleich 1 ist, dann soll der Zähler rückwärts zählen, also 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0 und so weiter und so fort. Und jetzt die Teilaufgaben, die hier sind, die geben eigentlich, also das sind mehr oder weniger die Schritte, die man beim Entwurf hat. Wir müssen immer einen Automatengraphen erstellen von diesem Zähler mit möglichst geringer Anzahl von Zuständen, wie viele Flip-Flops sind notwendig. Und die Zustände sollen jetzt kodiert werden, und zwar dual. Wir sollen die kodierte Ablauftabelle angeben und diese erweitern für eine Realisierung mit den Flip-Flops. Also, das heißt, die Kennzahlen hier, die wir haben eine Eingangsvariable, wir haben einen Vorwärts-Rückwärts-Zähler, der soll Modulo 4 zählen. Und die Zustände sollen dual kodiert werden. Ja? So, wie geht man vor? Das heißt, wir fangen an mit dem Automatengraphen. Das ist ein Modulo 4 Zähler, das heißt, der hat 4 Zustände. Ich habe hier die 4 Zustände mit Z0, Z1, Z2, Z3 hier angegeben. Ich will einen Mu-Automaten entwerfen, wo wir am Ausgang immer den aktuellen Zählzustand erfahren. Das heißt, hier in den Kreisen sieht man, ist die Ausgabe angegeben, und zwar dual kodiert. Im Zustand 0 soll 0,0 ausgegeben werden, im Zustand 1 0,1, Zustand 2 1,0, Zustand 3 1,1. Und das ist hier die Legende hier. Und wenn x die Eingangsvariable 0 ist, dann sollen wir rückwärts zählen, also von Zustand 0 nach 1, 2, 3. Und wenn x gleich 1 ist, dann soll der Zähler rückwärts zählen. Das heißt, man hat hier somit alle Zustandsübergänge in diesem Schaltwerk realisiert. So, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist die Zustandskodierung. Die Aufgabe sagt, wir sollen die Zustände dual kodieren. Wir haben 4 Zustände, dann wissen wir, es sind 2 Bit zur Speicherung der 2 Zustandsvariablen notwendig, also insgesamt 2 Flipflops. Und duale Kodierung der Zustände könnte wie folgt aussehen. Das sind die 4 Zustände, Z0 bis Z3, 2 Zustandsvariablen hier gekennzeichnet mit Q1, Q0 und dann die duale Kodierung, wie man hier sieht. Das ist natürlich, bei synchronen Schaltwerken muss diese Zustandskodierung nur eindeutig sein. In dem Fall war es gefordert, dass die Zustandskodierung eine duale Kodierung der Zustände ist, also der Zählzustand von dem Zähler ist. Ja, wenn wir das haben, dann können wir die kodierte Ablauftabelle aufstellen. Das heißt, wir haben hier die Eingabe nach wie vor. Wir erinnern uns an der allgemeinen vordekodierten Ablauftabelle. Eingabe, das ist nur x, Zustand ist Q1 und Q0. So, das ist hier die Eingabe. Das ist die Eingabe und das ist hier der Zustand und das ist hier der Folgezustand. Und wenn wir unseren Automatengraphen haben, dann können wir natürlich diese Zustandsübergänge hinschreiben. Wir wissen aber, wenn x gleich 0 ist, das sind die ersten 4 Einträge, dann zählt
der Zähler vorwärts, also von 0 nach 1 und von 1 nach 2 und von 2 nach 3, ja, und von 3 nach 0. Wenn x gleich 1, das sind die letzten vier Zeilen der Tabelle, dann zählt der Zähler rückwärts. Das heißt, vom Zustand 0 geht man in Zustand 3, von 1 in 0, von 2 in 1 und von 3 in 2. So, und wenn man das hier hat, dann kann man diese kodierte Ablauftabelle erweitern. Wir wollen jetzt dieses Flipflop mit D, dieses Schaltwerk oder diesen Zähler mit D-Flipflops realisieren. Das heißt, man erweitert die kodierte Ablauftabelle um zwei Spalten für die Spalten für die Eingänge der verwendeten Flipflops. Jedes D-Flipflop hat nur einen Eingang. Und zwar ein Flipflop mit dem Eingang D1 speichert die Zustandsvariable Q1 und ein D-Flipflop mit dem Eingang D0 speichert die Zustandsvariable Q0. Und jetzt müssen wir hier praktisch diese kodierte Ablauftabelle erweitern. Tabellen von dem D-Flipflop. Wir wissen, bei dem D-Flipflop muss man am D das anlegen, was als Folgezustand sein soll. Das heißt, Q zum Zeitpunkt T plus 1 ist gleich D. Das heißt, D1 ist gleich Q1 zum Zeitpunkt T plus 1. Und D0 ist gleich Q0 zum Zeitpunkt T plus 1. Und für die Ausgabe Y haben wir bereits gesehen in unserem Automatengraph, dass der Zählzustand am Ausgang ausgegeben werden muss oder soll. Das heißt, die Ausgabe ist identisch mit dem Zählzustand. Da sieht man hier in der ersten Zeile das 0, dann ist Zustand 1, deshalb 1, Zustand 2, 2 und so weiter und so fort. So, okay, was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben ja jetzt eigentlich alles. Anhand von dieser Tabelle können wir die Ansteuerfunktionen der D-Flipflops ermitteln. Wir haben die Ausgabefunktionen und wenn wir wollen, haben wir auch die Zustandsübergangsgleichungen, also die Überführungsfunktion des Schaltwerks. Im dritten Aufgabenteil ist es auch gefragt, geben Sie die Ansteuerfunktionen der Flipflops in disjunktiver Normalform an. Das ist eigentlich nicht willkürlich, dieses Aufgabenteil, sondern das, was wir brauchen, das würde ich gerne nochmal hier anhand von einer Skizze veranschaulichen. Und zwar, wir wissen jetzt, wir haben zwei Zustandsvariablen, Q0 und Q1. Und wir haben, ja, ich muss mal das Ding hier mal kalibrieren, weil so kann ich leider nicht schreiben. Abbrechen. Sekunde, Entschuldigung, ganz kurz. Kurze, kleine Pauschen. Das hier. So. Jawohl, jetzt kann ich, wie man sieht, hier an der richtigen Stelle hier mal schreiben. Das heißt, okay, das ist ja nicht so wichtig, aber ich will jetzt kurz hier veranschaulichen, was wir gerade haben. Wir wollen natürlich ein Schaltwerk entwerfen und dieses Schaltwerk soll vorwärts, rückwärts zählen. So, soll vorwärts, rückwärts zählen. Das ist, was wir wissen. Das ist Z0, Z1,
C2, C3 und hier haben wir 00 als Ausgabe, hier haben wir 01, hier haben wir 10 und hier haben wir 11 und das ist x gleich 0, so hatten wir das. Und der andere Fall, wenn x gleich 1 ist, zählt der rückwärts. Ja? Das ist, was wir bereits haben. Und wir wissen, wir haben zwei Zustandsvariablen. Das sind Q1 und Q0. Und wir brauchen verwenden, ja. Das heißt, D Flipflops. Ich zeichne mal das, was wir alles haben. Das heißt, das sind zwei D Flipflops. C1 und das ist 1D. Das ist der Eingang. Das ist ein Taktsignal hier. Und das ist der zweite Flipflop, gesteuert vom gleichen Taktsignal. Und wir haben hier an den Ausgängen die Zustandsvariablen. Ja? Das heißt, eigentlich ist das zum Beispiel die Zustandsvariable Q1. Und wir wissen, hier haben wir Q1 quer, hier Q0 und hier Q0 quer. Und dann wissen wir, aha, das ist D0 und das ist D1. Ja? Und wir haben eine Eingangsvariable, die heißt X hier. Und wir haben zwei Ausgangsvariablen, die heißen y1 und y0. Ja? Und die Ausgabefunktion, die ist eigentlich trivial, die ist identisch mit dem Zustand. Das heißt, q1 ist gleich y1 und q0 ist gleich y0. Das ist unsere Ausgabefunktion. Was uns fehlt, um dieses komplette Schaltwerk zu realisieren, ist, was tun wir an den Eingang, an den Eingängen D0 und D1. Sprich, wie sehen die Ansteuerfunktionen der Flipflops aus? Ja, und wir wissen, diese Ansteuerfunktionen, die hängen vom Zustand ab und die hängen von den Eingangsvariablen ab. Das sind die zwei Unbekannten, die wir haben. Ansonsten ist eigentlich das Schaltwerk komplett. Ja? Und deshalb der nächste Aufgabenteil, geben Sie die Ansteuerfunktionen der Flipflops, komischerweise in disjunktiver Normalform, aber was soll's, wir wissen ja, wie man eine disjunktive Normalform hier realisiert. Das heißt, wir gehen hin zur Erinnerung, disjunktive Normalform war die Konjunktion. Belli, ja. Nehmen wir die Eingangsvariablen konjunktiv miteinander verknüpft, die mit 0 belegt sind, werden negiert in dem Produktterm. Und wenn wir das hier aufschreiben, dann bekommen wir für D1 das hier mit 4 Min-Termen. D0 hat 4 Min-Terme, wenn wir das vereinfachen, dann ist es Q0 quer. Aha, das heißt D0 ist gleich Q0 quer, wenn ich einen Schritt zurückgehe, ich habe gerade die Lösung, D0 ist gleich Q0 quer. Und Q0 quer ist D1, habe ich natürlich diese 4 Min-Terme und die muss ich jetzt realisieren. Wir wissen, dazu brauchen wir 4 Und-Gatters und ein Oder-Gatter mit 4 Eingängen. Im Entwurfsprozess Realisierung von diesem Schaltwerk taktflankengesteuerte D-Flip-Flops hat und zwei Äquivalenzgatter. Ja, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, wir können jetzt für die Realisierung von D1 nicht 4 Und-Gatter und ein Oder-Gatter mit 4 Eingängen nehmen, sondern wir müssen versuchen, die Funktionen, die Ansteuerfunktionen der Flip-Flops, es sind noch die zwei Unbekannten beim Entwurf, mit Hilfe von Äquivalenzgattern zu beschreiben. Und das machen wir, wenn wir das hier schauen, also D0 ist kein Problem, aber D1 nach einigen Umformungen kommt man hier auf x äquivalent Q1 äquivalent Q0 und für D0 wissen wir, aha, D0 ist gleich Q0 quer. Das heißt, wenn wir das hier nehmen, ja, dann wissen wir, dann haben wir Folgendes, dann haben wir unsere 2D Flipflops. 1D und C1.
das ist Q1, das ist Q0 quer, Q1 quer, das ist Q0 und das ist Q0 quer. Und das war D0 und das ist D1. Das ist unser Takt. Und beide werden vom gleichen Taktsignal angesteuert. So, und wir haben bereits vorher gesagt, das ist Y1 und das ist Y0 und die sind identisch mit den Ausgängen hier, mit Q0 und Q1. Wir haben jetzt gesehen, dass D0 ist nichts anderes als Q0 quer und D1 haben wir jetzt bestimmt und zwar die ist Äquivalenz von x und nochmal ein Äquivalenzgatter Q1 und Q0. Das ist Q1 und das ist Q0. Und das ist das Schaltwerk, was wir gerade suchen. Das heißt, das ist ein Modulo C. Und rückwärts, wenn x gleich 0 ist, zählt er vorwärts, wenn x gleich 1 zählt er rückwärts. Wir nutzen nur die zwei Äquivalenzgatter, die wir überhaupt zur Verfügung haben und die Ausgabe ist immer identisch mit dem Zählzustand. So, das heißt, wenn man das Ganze ein bisschen besser zeichnet hier, dann kommt man auf die Schaltung, die identisch ist mit dem, was ich hoffentlich auf der Folie davor gezeichnet habe. So, gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall, deshalb machen wir weiter. Und zwar stellt euch mal vor, ihr sollt jetzt den gleichen Zähler mit Hilfe von RS-Flipflops realisieren. Die Vorgehensweise ist die gleiche. Das sind die Folgezustände, die haben wir anhand von unserem Automatengraphen. Das ist die Ausgabe, die ist identisch mit dem Zustand, wie wir hier sehen. Und was anders ist, wenn wir jetzt RS-Flipflops haben, haben wir zwei Eingänge hier bei jedem Flipflop. Und zwar, das ist dieses Flipflop Q1, ja, der speichert die Zustandsvariable Q1. Und hier das zweite Flipflop mit den zwei Eingängen R0 und S0. Ich bezeichne das mit dem Flipflop für die Zustandsvariable Q0. Und wir wissen, wie die Ansteuertabellen aussehen. Das heißt, wir gucken hier. Bei dem ersten Flipflop betrachten wir Q1 und Q1 um Zeit t plus 1, die Ansteuertabelle und dann können wir hier die Ansteuergleichungen für die Flipflops oder die Ansteuerwerte für die Flipflops angeben. Das gleiche für Q0 und Q0 t plus 1. Dann können wir hier die Werte für R0 und S0 reinschreiben. Das gleiche Prinzip gilt auch, wenn wir das mit JK-Flipflop realisieren. Das heißt, nach wie vor zwei Eingänge des ersten JK-Flipflop, um die Zustandsvariable Q1 zu speichern. Also wie hier für Q1 und dann für Q0. Ja? Also das wäre hier für das Flipflop, was die Zustandsvariable Q0 speichert und die zwei Eingänge hier für das Flipflop, was die Zustandsvariable Q1 speichert. So, weiß jemand von euch nicht, wie man diese Werte jetzt hier abliest aus der Ansteuertabelle und hier reinschreibt? Gibt es jemand in diesem Raum, der das nicht weiß? Hand hoch, letzte Chance. Ja, okay, einer. Noch jemand? Einer, okay. Also, in der Tat gibt es noch jemand, der weiß es nicht. Das heißt, dieses Flipflop, deshalb erkläre ich das nochmal. Das Flipflop JK, das Flipflop für Q1, ja? Wir müssen bestimmen, was jetzt hier kommt für J1 und K1. Deshalb gucken wir mal die zwei Spalten, wo Q1 zum Zeitpunkt T aufgelistet ist. Die sind hier markiert mit Grau oder Orange, je nachdem.
und Q1 um Zeit t plus 1. Soweit klar? Soweit klar? Und wir haben die Ansteuertabelle. Die Ansteuertabelle sagt uns, wenn QI zum Zeitpunkt t gleich 0 und der Folgezustand 0 ist, das ist dann die erste Zeile, dann kommt hier ein 0, don't care. Ist, dann ist das die zweite Zeile, dann kommt ein 1, don't care. Wenn es 1 und der Folgezustand 1 ist, dann ist das hier, da kommt hier ein don't care 0. Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 0, aha, 1, 0, das ist die Zeile, dann kommt ein don't care 1. Hier haben wir 0, 1, das ist ein 1, don't care. Hier haben wir 0, 0, dann ist es eine 0, don't care. Hier haben wir eine 1, 0, das bedeutet don't care 1. Und hier haben wir 1, 1, das heißt vierte Zeile in der Ansteuertabelle, don't care 0. Gibt es jetzt jemanden, der nicht weiß, wie diese Werte hierher kommen? Ja, das heißt, das machen wir jetzt für J0 und K0. Auf die gleiche Art und Weise bekommen wir die Werte. Dann haben wir die vier Funktionen, die Ansteuerfunktionen der Flipflops und können wir unser Schaltwerk realisieren. Okay. Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter und zwar mit einer anderen Aufgabe, wo wir die viel mit dem Alltag zu tun hat. Das heißt, wir wollen ein Geldwechselautomat hier, ein Schaltwerk, wo ein Geldwechselautomat entwerfen. Und der soll uns 1 Euro Münzen und 2 Euro Münzen in 10 Cent Münzen wechseln. Also es ist unwichtig jetzt, wozu man 10 Cent Münzen braucht. Ja? Aber das ist was dieser Automat hier realisieren soll. In einem Wechselvorgang können bis zu maximal 2 Euro umgetauscht werden. Das heißt, wir können nicht 5 Euro und dann kriegen wir mal 50 10 Cent Münzen, sondern maximal 2 Euro können umgetauscht werden. Und die Ausgabe vom Wechselgeld erfolgt auf Anforderung durch das Drücken einer speziellen Wechseltaste. Okay, so. Das heißt, die erste eigentlich Aufgabe oder Frage, die man sich stellen muss hier, welche Eingabesignale oder Eingabevariablen habe ich überhaupt? Also zunächst mal habe ich als Eingabe das Einwerfen einer 1-Euro-Münze. Ich will diese Eingabevariable mit 1 Euro bezeichnen. Das heißt, eine Münze ist einwerfen. Ich kann auch 2 Euro Münze einwerfen, das heißt 2 Euro. Eine weitere Eingabevariable ist, dass man die Wechseltaste drückt, damit überhaupt die 10 Cent Münzen rauskommen. Und als vierte Eingabevariable, man hat nichts eingegeben. Ja? Man gibt nichts ein. Wie viele Zustände hat das Schaltwerk? Was für Ausgaben hat dieses Schaltwerk? Man kann 10 Cent Münzen haben, wenn man 1 Euro reingeworfen hat. Und man kann 20 10 Cent Münzen ausgeben, wenn man insgesamt 2 Euro eingeworfen hat, also der maximale Betrag und auf die Wechseltaste gedrückt hat. Es kann aber sein, wenn man zum Beispiel den maximalen Betrag von 2 Euro erreicht hat und man wirft zusätzlich 1 Euro Münze rein, ja, dann soll diese 1 Euro Münze rauskommen. Beziehungsweise, wenn man 1 Euro reingeworfen hat und noch eine 2 Euro Münze reinwirft, dann ist der maximale Betrag auch überschritten. Da kommt eine 2 Euro Münze zurück. Und wenn man nicht auf die Wechseltaste zum Beispiel drückt, dann kommt keine Ausgabe. Das heißt, die letzte Eingabe- oder Ausgabevariable ist keine Ausgabe. So, wie viele Zustände hat so ein Schaltwerk?
Also damit ihr nur eine Vorstellung habt, wie viele Zustände diese Automaten, die man heutzutage in der Cafeteria, Mensa und so weiter, die können Geldscheine wechseln, die geben die, Geld zurück und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen wir die Sachen sehr vereinfacht betrachten, nur diese Situation. Wir dürfen maximal einen Betrag von 2 Euro einwerfen, drücken auf eine Taste, kriegen wir 10 heraus, 10 Cent Münzen. Wie viele Zustände hat so ein Automat? Ja. Zwei Zustände, sagt er. Welche denn? 1 Euro und 2 Euro. Also 1 Euro eingeworfen, drin, oder 2 Euro. Wer bietet mehr? Ja. Ah, du machst die Sachen so kompliziert. Also er hat gemeint, es kommt auf den Automatentypen an, bei Mili brauche ich 5 und bei Moore brauche ich 3. Bei Moore brauchst du 5 und bei Mili? Bei Mili 3. Kannst du das ein bisschen ausführen, warum 3 und warum 5? Euro, 1 Euro, 2, also 3 Zustände. Okay, und bei Moore? Ja, haben wir verstanden, dass sie 5 sind, aber wir wollen genau wissen, was für 5. Okay, bleiben wir bei Mili. Ja? Also wir haben 3 Zustände, das heißt, diese Zustände, die sind tatsächlich jetzt eine 1-Euro-Münze ist eingeworfen worden. Der zweite Zustand 2 Euro sind eingegeben worden. Also entweder eine 2-Euro-Münze oder 2 1-Euro-Münzen. Ja? Und der dritte Zustand 0 Euro. Ja? Also nichts ist eingeworfen. Und zeichnen wir unser Automatengraph und wie er will als Mili-Automat. Das heißt, wir haben hier unsere Zustände. Der Anfangszustand ist bei mir immer mit Doppelkreis hier gekennzeichnet. Also nichts eingeworfen, beziehungsweise keine Schulden. 1 Euro und 2 Euro. Und was ist der nächste Schritt? Die Zustandsübergänge zu bestimmen. Was eingeworfen ist und wir werfen 1 Euro, dann gehen wir in den Zustand 1 Euro und wir geben nichts aus, ja, weil die 10 geben, wenn wir die Wechseltaste drücken. Vom Zustand 1, wenn wir nochmal 1 Euro einwerfen, dann wird nach wie vor nichts ausgegeben, aber wir gehen in den Zustand 2. Diesen Zustand 2 erreichen wir von dem Zustand KS direkt, indem wir direkt eine 2-Euro-Münze einwerfen. Also entweder 1 Euro und dann 1 Euro oder gleich 2 Euro. So. Jetzt gucken wir mal weitere Übergänge. Wenn wir im Zustand 1 sind und wir drücken auf die Wechseltaste, dann kriegen wir als Ausgabe 10 Cent Münzen. Wenn wir im Zustand 2 Euro sind und wir drücken auf die Wechseltaste, dann kriegen wir 20 10 Cent Münzen. Wenn wir in dem Zustand nichts eingeworfen sind und wir machen keine weitere Eingabe, dann kriegen wir auch nichts. Wenn wir auf die Wechseltaste drücken, dann kommt auch nichts raus, also keine Ausgabe. Im Zustand 1, wenn wir keine weitere Eingabe machen, dann kommt keine Ausgabe. Zurückgegeben, weil der maximale Wechselbetrag ist überschritten. Wechseltaste drücken, dann kriegen wir keine Ausgabe. Wenn wir 1-Euro-Münze oder 2-Euro-Münze hier einwerfen, dann werden sie direkt, ohne die Wechseltaste zu drücken, ausgegeben, weil der maximale Wechselbetrag hier erreicht wurde. Zustände und die Zustandsübergänge. So, was bedeutet das? Das bedeutet, anhand von dem hier können wir jetzt die Ablauftabelle angeben. Und zwar mit diesen symbolischen Eingabevariablen. Und jetzt muss ihr aufpassen, das ist das Besondere an dieser Aufgabe. Ist nicht die,
nicht straightforward wie die anderen. Wir können Eingabevariablen, symbolischen Ausgabevariablen und symbolischen Zuständen. Das heißt, wir haben die Eingabe, wir haben Zustand, wir haben Folgezustand und wir haben die Ausgaben. Und wenn man das hier hat, dann ist eigentlich fast alles erledigt, oder? Oder was ist der nächste Schritt jetzt? Was ist der nächste Schritt? Das ist die Ablauftabelle, aber nicht die kodierte Ablauftabelle. Ja? Also, was ist der nächste Schritt? Hallo? Ja. Kodierung der Zustände. Aha. Okay, wir haben drei Zustände. Wir brauchen zwei Zustandsvariablen. Willst du nur die Zustände kodieren oder willst du noch was anderes kodieren? Aha, was nochmal? Aha, er sagt, wir können die Eingabe und Ausgabe kodieren. Hä, wie kommst du drauf eigentlich? Und warum? Ja, aber das sind Variablen hier. Ich kann KE, 1 Euro, 2 Euro und Wechseltasse. Das sind vier Eingabevariablen. Die kann ich aufnehmen in meiner kodierten Ablauftabelle. Und fünf Ausgabevariablen. Keine Ausgabe, 1 Euro, 2 Euro, 10 Cent und 20 Cent. Aber er hat recht. Ja? Denn was man hier macht, ist zunächst mal die Kodierungen. Wir müssen diese Ablauftabelle in eine, sag ich mal, digitale oder kodierte Ablauftabelle überführen. Zunächst mal Zustandskodierung, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Wir haben drei Zustände. Und diese drei Zustände können wir jetzt dual kodieren beispielsweise. Das heißt, das ist Zustand. Und die Zustände waren KS, 1 Euro und 2 Euro. Das sind drei Zustände. Ich brauche also zwei Zustandsvariablen, Q1 und Q0. Und das muss nur eindeutig sein. Ich kann beispielsweise sagen, das ist 0,0, 0,1 und 1,0. Und der zweite, was man machen soll hier, ist tatsächlich die Eingabe zu kodieren. Das heißt, ich habe hier Eingabevariablen. Wechseltaste und keine Eingabe. Das sind vier und dazu brauche ich zwei Variablen, um die Eingabe zu kodieren, zum Beispiel 0,0 ist die Kodierung der Ausgabe. Wie man sieht hier, wir haben die folgenden Ausgaben. Wir haben 10 Cent, 20 Cent, 1 Euro, 2 Euro und keine Ausgabe, also insgesamt 5 Ausgaben und dazu brauchen wir 3 Variablen, also A2, und wenn man diese Kodierung, all diese Kodierungen hat, dann von vorher reinschreiben und hat man die sogenannte Kodierungstabelle, die man dann entsprechend erweitert um Spalten für die Flipflops, mit denen man dieses Schaltwerk hier realisieren will. Das will ich an der Stelle hier nicht weitermachen, sondern ich will hier diese Aufgabe beenden und fragen, ob jemand allgemein zum Thema Entwurf von Schaltwerken irgendwelche Fragen hat. Ja. Ne, nochmal?
wie man auf die Konjunktive oder Disjunktive Normalform der Ansteuerfunktion. Okay, du meinst wahrscheinlich diese Folie. Genau, du meinst diese Folie. Also, genau, gefragt ist oder war vorher, dass wir diese Ansteuerfunktionen in disjunktiver Normalform hier angeben sollen. Ja? Gibt es jemand eigentlich sonst, der das nicht weiß? Oh, das freut mich, dass so viele, dass einige Hände hochgehen. Ja? Und zwar, das ist eine kleine Wiederholung zum Stoff, was wir kennengelernt haben in der Vorlesung. Und zwar, wir haben diese Funktion. Die Ansteuerfunktionen sind D1 und D0. Ja? Und die disjunktive Normalform einer Funktion haben wir zu Beginn der Vorlesung definiert als die Disjunktion aller Mintermi der Funktion. Mintermi der Funktion oder Mintermi der Funktion sind solche Zeilen in der Funktionstabelle, wo die Funktion den Wert 1 hat. Das heißt, man sieht, dass die Funktion D1 4 Mintermi hat und die Funktion D0 auch 4 Mintermi hat. Und wir wissen, wie diese Mintermi aufgebaut, also wie die Produkttermi, die zu diesem Minterm gehören, aussehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den hier betrachten, ja, dann nehmen wir hier die Eingangsvariablen, das ist x, q1 und q0. Wir verknüpfen sie konjunktiv miteinander. Ja. Gehörigen Belegung. Also x und q1 tauchen hier negiert auf. So. Oder, das ist d1. Oder der nächste Term, nochmal x, q1, q0, das ist unser Produktterm. Und dann oder negiert Q1 und Q0 sind negiert oder der letzte Minterm sieht man hier x, Q1, Q0 und die haben alle den Wert 1, deshalb tauchen sie nicht negiert auf. So, haben die Leute, die die Hand hochgehoben, das verstanden? Ja, das ist eine kleine Auffrischung oder Wiederholung zu Normalformen, die wir anfangs der Vorlesung kennengelernt haben. Gibt es weitere Fragen? Okay, abschließend will ich die eine letzte Aufgabe zum Thema hier abhandeln. Und zwar, das ist das Beispiel, was im Skript ist. Entwerfen. Das heißt, ein Schaltwerk, was eine bestimmte Bitfolge, ja, Muster und so weiter erkennt und wenn ein solches Muster auftritt, dann soll dies kenntlich am Ausgang gemacht werden. So, die verbale Aufgabenbeschreibung, die ist ziemlich spezifiziert, dass man sagt, man sucht ein Mieli-Schaltwerk synchron mit zwei Eingangssignalen X1 und X2 und einem Ausgangssignal. Und dieses Schaltwerk soll das folgende Verhalten haben. Am ersten Eingang wird eine Folge von Binärzeichen empfangen. Während der zweite Eingang X2 0 ist, wird die Folge von Binärzeichen beobachtet. Das heißt, die Beobachtung des Bitstroms am Eingang X1 erfolgt nur dann, wenn der zweite Eingang X2 0 ist. Der Ausgang Y wird genau dann für einen Takt gleich 1, wenn während eines Beobachtungszeitraums,
Also Beobachtungszeitraum ist gegeben, wenn x2 gleich 0 ist. Wenn während dieses Beobachtungszeitraums am Eingang x1, wo der Bitstrom praktisch eingelesen wird, die Folge 101 auftritt und die Beobachtung mit x2 gleich 1 beendet wird. Was lernen wir daraus? Das heißt, ein Schaltwerk soll jetzt diese Folge 101 erkennen in einem Bitstrom. Dieser Bitstrom kommt am Eingang x1. Wir beobachten den Bitstrom oder wir uns interessieren oder interessiert das Auftreten dieser Folge nur, wenn x2 gleich 0 ist. Das heißt, wir interessieren uns nicht für diese Folge immer, sondern x2 gleich 0. Wenn diese Folge auftritt und wir die Beobachtung abschließen, dann soll also Gang 1 für einen Takt gleich 1 werden. Ja, das und so fort, natürlich möglichst geringe Gatterzahl. Wir die Ansteuerfunktionen der Flipflops, das bezieht sich auf die Ausgabefunktionen, minimale Anzahl von JK Flipflops. So, was ist die erste Frage, die man sich stellen muss hier? Welche Zustände hat das Schaltwerk? Klar muss man formalisieren, das sind die Eingaben x2, x1 und die Ausgabe y. Und die nächste Frage ist die Zustände. Wie viele Zustände hat dieses Schaltwerk? Wenn man an dieser verbalen Aufgabenbeschreibung das liest und so ein bisschen sich Gedanken macht, dann sieht man, dass man zunächst mal einen Grundzustand hat, wo man wartet, dass die Beobachtung des Bitstroms anfängt. Also man wartet, dass die Beobachtung anfängt, also dass x2 gleich 0 wird. Und dass das erste Zeichen am zweiten Eingang, also an x1, auftritt. Also das erste Zeichen der Folge 101 tritt am Eingang x1. Ja, wenn das erste Zeichen auftritt und die Beobachtung nicht abgeschlossen wird, ja, dann wartet man natürlich im nächsten Zustand darauf, dass das zweite Zeichen auftritt. Das heißt, im zweiten Zustand haben wir das erste Zeichen hier von unserer Folge. Das ist unsere Folge. Das heißt, wir haben das erste Zeichen hier empfangen. Eventuell mehrmals, weil wenn ich 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dann besteht noch die Möglichkeit, dass die Folge 101 auftritt. Das heißt, im Zustand B haben wir das erste Zeichen 1 empfangen, eventuell mehrmals. Und wir warten auf das zweite Zeichen, also auf die 0 oder auf Abbruch der Bedienung. Wenn die 0 auftritt, dann haben wir nicht die komplette Folge, wir haben nur 1,0, also nur das zweite Zeichen. Aber es kann sein, dass man sich nicht mehr interessiert für diese Folge und die Beobachtung abbricht, indem x2 1 wird. So, das heißt, im dritten Zustand haben wir jetzt das zweite Zeichen 0 empfangen, ja, also das zweite Zeichen unserer Folge hier haben wir empfangen. Ja, und dies erneut, wie gesagt, es kann hier 1, 1, 1, 1 auftreten, beliebig lang. Wir haben das zweite Zeichen empfangen, wir warten auf das dritte Zeichen oder auf Abbruch der Beobachtung. Falls Beobachtungsabbruch und drittes Zeichen gleichzeitig auftreten, dann soll eine 1 ausgegeben werden. Und im vierten Zustand haben wir das dritte Zeichen hier von der Folge erhalten. Also das dritte Zeichen hier ist aufgetreten. Und wir warten darauf, dass die Beobachtung abgeschlossen wird, also x2 auf 1, y eine 1 ausgeben. So, warum ich diese Aufgabe hier bringe, nochmal zum Anfang von Schaltwerken, wo wir damit angefangen haben, die Darstellungsmöglichkeiten von einem Schaltwerk zu betrachten. Eine von denen war zum Beispiel Zeitdiagramm, eine von denen war
Ablauf der Bälle und so weiter und so fort. Man sieht hier, dass die Zustände nicht jetzt so intuitiv sind wie jetzt beim Geldwechselautomat oder ähnliche Sachen. Das hängt natürlich von der Anwendung ab. Und in dem Fall, wie man sieht hier, sind das die Beschreibungen der Zustände dieses Schaltwerks. Wenn man das hier hat und das beschrieben hat, dann kann man natürlich den Automatengraphen hier hinmalen. Das sind die vier Zustände. Das ist der Grundzustand, wie gesagt. In dem Grundzustand haben wir gesagt, wir warten auf Start der Beobachtung und das erste Zeichen. Das heißt, wir bleiben in diesem Zustand so lange, wir bleiben in dem Zustand, wenn die Beobachtung noch nicht angefangen hat. Zum Beispiel x2 hier ist 1, da hat die Beobachtung nicht angefangen. Wenn die Beobachtung anfängt mit x2 gleich 0, und das erste Zeichen der Folge, das ist x1, wie man hier sieht, auftritt, dann gehen wir in den Zustand B. Im Zustand B, die Beobachtung läuft weiter, wie man sieht, weil x2 gleich 0 ist. Wir empfangen nochmal eine 1 in der Folge, deshalb bleiben wir dort und warten wir auf die 0. Und wenn die 0 auftritt, gehen wir in Zustand C. In Zustand C haben wir also 1, 0 als Folge. Ja, das ist unser x1. Also im Zustand C haben wir dann die 1 empfangen, wir haben die 0 empfangen. Ja, und wir warten jetzt auf das dritte Zeichen. Und man sieht hier, wenn das dritte Zeichen hier auftritt, ja, und die Beobachtung abgebrochen wird, also hier tritt das dritte Zeichen, das ist diese Nebenbedienung, treten dann y gleich 1. Das heißt, wenn die Beobachtung hier abgebrochen wird und das dritte Zeichen auftritt der Folge 1, 0, 1, dann geben wir eine 1 am Ausgang aus. Ansonsten, wenn die Beobachtung hier abgebrochen wird, indem x, wenn die Beobachtung nicht abgebrochen wird, ja, wenn wir eine 0 bekommen hier als drittes Zeichen, dann fangen wir von vorne an, weil dann haben wir die Folge 1, 0, 0. Also wir müssen erneut auf 1, 0, 1 warten. Ansonsten gehen wir hier weiter, weil hier haben wir das dritte Zeichen der Folge empfangen, also 1, 0, 1, aber die Beobachtung wurde noch nicht abgebrochen. Das heißt, hier geben wir erst dann eine Aus am Ausgang, wenn die Beobachtung mit x2 gleich 1 abgebrochen wird. Okay, ich will jetzt auf die Details hier nicht eingehen. Ich habe, glaube ich, genug dazu gesagt, aber das entspricht das, was die verbale Beschreibung der Zustände auf der Folie davor. Und wenn man das hat eigentlich, dann ist der Rest ein Spaziergang. Das heißt, wir können die Automatentabelle hinschreiben. Das sind unsere Zustände. Ja, die Automatentabelle, die Zustände, das sind hier Belegungen der Eingangsvariablen 00, 01, 10, 11. Und das ist immer hier der Folgezustand und die Ausgabe. Wir haben ja ein Miet. Und der nächste Schritt ist natürlich die Zustandskodierung. Diese vier symbolischen Zustände müssen mit Zustandsvariablen kodiert werden. Also brauchen wir zwei Zustandsvariablen. Zur Abwechslung sind sie hier Z1 und Z2 und nicht Q1 und Q0. Und das ist hier die Kodierung der Zustandsvariablen. Wir tragen das hier ein in die Ausgabe. Das ist der Zustand, das ist der Folgezustand und das ist die Ausgabe. Und das sind hier die zwei, die Eingänge von den JK-Flipflops, die die zwei Zustandsvariablen hier speichern. Das heißt, das ist hier das Flipflop, welches die Zustandsvariable Z2 speichert. Und das ist hier das Flipflop oder die Eingänge des Flipflops, welches die Zustandsvariable Z1 speichert. Ja, und was brauchen wir jetzt? Wir brauchen diese Eingänge hier. Das heißt, wir haben Zustand Z2 und Z2 zum Zeitpunkt T plus 1. Also wir brauchen unsere kodierte Ablauftabelle.
Ja, also zunächst mal die Zustandsübergänge können wir anhand von dem automatischen Graphen hier identifizieren. Und mit der kodierten Ablauftabelle können wir die Werte hier hinschreiben. Ja, und das Gleiche machen wir natürlich für Z1 und Z1 T plus 1. Das heißt 1,1, dann wissen wir, wie wir das Flip-Flop hier mit Hilfe von den Ansteuertabellen beschalten müssen. So, das heißt, wir haben eigentlich jetzt alle Funktionen, die Eingänge von den Flip-Flops, J2, K2, J1, K1 und Y. Da müssen wir nur diese Gleichungen bestimmen. Unter einer Randbedienung, wir dürfen nur NAND und NOR-Gatter verwenden, weil, wie vorher in der Aufgabenbeschreibung angegeben war. Das heißt, wir gehen hin, Ansteuerfunktionen, zunächst mal für J2, das ist das hier, umgeformt in NOR-Form, K2 in NAND-Form. Ich gehe nicht darauf ein, wie man diese Funktion in das KV-Diagramm einträgt und wie man das minimiert. Ja, das haben wir bereits mehrfach behandelt in der Vorlesung. Aber diese Funktionen hier, J2, K2, J1, K1, sind Funktionen der Eingabevariablen X2, X1 und der Zustandsvariablen Z2 und Z1, also hängen von 4 Variablen ab und deshalb KV-Diagramm mit 16 Feldern, wie man hier sieht. Das gleiche machen wir für Flip-Flop 1, J1 in NAND-Form bzw. K1 in NOR-Form. Und für die Ausgabe können wir das Gleiche machen. Und da wir unser Schaltwerk nur, da wir nur NAND und NOR-Gatter verwenden, ist immer die Umformung hier in NAND-Form oder NOR-Form angegeben. Und wenn man das hier alles hat, dann kann man dieses Schaltwerk in die Hand zeichnen. Das heißt, man sieht hier, das sind zwei Flip-Flops. Das eine speichert die Zustandsvariable Z2, das andere Z1. Das sind hier die Ansteuerfunktionen der Flipflops realisiert mit NAND bzw. NOR-Gatter und das ist hier die Ausgabefunktion Y. Ja, das ist hier Ausgabefunktion Y, wie man sieht hier, der uns sagt, wann diese Folge 101 am Eingang X1 aufgetreten ist. Okay, gibt es noch Fragen zu dem Thema Entwurf, Analyse von Schaltwerken? Ich hoffe, wir haben alle wichtigen Teile, und zwar nicht nur diesen schematischen oder dieses Schema F, wie viele vielleicht mal behaupten, verstanden, sondern auch, was nach den einzelnen Schritten steckt und dass jeder von euch in der Lage ist, so ein Schaltwerk zu entwerfen von tatsächlich verbalen Aufgabenbeschreibung bis zum Zeichnen und Testen von dem Schaltwerk. Okay, somit wollte ich die Vorlesung für heute abschließen. Das nächste Mal werden wir genau wie bei den Schaltnetzen spezielle Bausteine, also Schaltwerkbausteine kennenlernen. Das heißt, wir wollen sehen, diese Register, die wir als abstraktes Gebilde kennengelernt haben in Rechnerorganisation, wie sind sie intern aufgebaut aus diesen Zustandsspeichern, die wir hier entworfen haben. Wir wollen sehen, wie Schieberegister aufgebaut sind und viele andere Sachen. Also spezielle Bausteine zu Schaltwerken. Wie damals bei Schaltnetzen hatten wir Multiplexer, Demultiplexer, Decoder und so kennengelernt, werden wir das Gleiche hier machen und dazu übergehen, Addier- und Subtrahier-, Multiplizier- und Dividier-Schaltwerke oder Dividierschaltungen zu realisieren, die 4 Grundrechenarten implementieren. Okay, also für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche einen schönen Nachmittag, wir sehen uns am Mittwoch.